Herzlich willkommen zur 8. Folge des Gemüsepfannen-Podcasts. Was steht heute auf dem Speiseplan, frage ich mal meinen Moderator, Tom Arte. Hallo Arti, ich bin der Tom. Hallo Leute. Heute bei uns auf dem Speiseplan in die wunderbare Gemüsepfanne stehen Wahlvideos, Wahlwerbevideos für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2023 in Berlin. Da steht ja jetzt eine Wiederholungswahl an und wir haben uns gedacht, wir schauen uns heute einfach mal so Wahlwerbespots an von verschiedenen Parteien und tun das einfach kommentieren. Was dazu sagen, vielleicht zur Produktion, wie uns die Spots gefallen, auch inhaltlich natürlich, logisch. Mal sehen. Das wird jetzt hier relativ spontan, denke ich, oder? Genau, also wir haben die uns jetzt nicht raus angeschaut vorher. Ich habe sie halt vorher rausgesucht. Es treten ja 33 Parteien an. Ja gut, ich habe jetzt nicht zu jeder Partei was gefunden. Manchmal müssen wir auch auf den von 21 zurückgreifen, auf den Wahlwerbespot. Aber Genau. es sind schon einige. Uiuiui. Ja, also 33 Parteien, das ist krass. Also ich glaube hier in Sachsen, da standen vielleicht so 20 Parteien auf dem Zettel. Gut, Also ich genau, glaube habe ich das in nicht Erinnerung. mal, nicht mal bei der Europawahl waren es, glaube ich, so Ja, viele auf dem eben. Scheißzettel. Also Und da hatten wir schon Parteien wie die Grauen Panda und so dabei und die Tierschutzpartei und also so richtig kleine Parteien auch. ja, so richtige Nischendinger und Ja, also Berlin ist bei. noch mal Nische der Nische. Es ist Genau. unfassbar. Also bei Aber 33 Parteien haben wir auf jeden Fall einiges zu tun. Das heißt, wir werden das hier wahrscheinlich auf mehrere Folgen aufteilen, richtig? ich denke mal auch. Genau. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz auf diese Wahl ein. Also diese Wahl, die ist ja schon irgendwo was Besonderes. Und zwar ist es ja eine Wahlwiederholung. Es wurde eigentlich schon gewählt. Und zwar, wann war das nochmal? September 21. 26. Genau. 26. September 2021 war die Wahl in Berlin zum Abgeordnetenhaus und zur Bundestagswahl gleichzeitig. Und bei der Wahl damals sind übelst die Wahlpannen passiert. Also da sind richtig viele So Fehler aufgetreten. ein, Und zwei. deswegen, ja, über ein Jahr später hat dann der Berliner Verfassungsgerichtshof das einkassiert und hat dann gesagt, also im November 2022 haben die dann festgelegt, wir müssen nochmal wählen. Und diese Wiederholungswahl ist jetzt am 12. Februar 2023. Aber es wird nicht beides wiederholt, muss man dazu sagen, sondern nur die Wahl vom Abgeordnetenhaus. Ja, Was das finde ich. ich spannend finde, also. Ja, du sagst spannend, ich finde das skandalös. Also, wo ich das gehört habe, ich war ja erst so mega in Stimmung, oh geil, jetzt tun die da doch nochmal die Wahl wiederholen und vielleicht kann sich was ändern an den Ergebnissen im Bundestag, aber nee, nix ist. Die sagen, nee, wir machen das einfach nur fürs Abgeordnetenhaus und der Rest, der hat schon gestimmt, ja. Zumal die Argumentation war ja, glaube ich, man muss schauen, ob man es in einem oder in diesen ein, zwei Wahlbezirken, wo das so, wo die Unregelmäßigkeiten so hart zutage getreten sind, oder ob man die ganze Wahl dann wiederholt. Ja. Und jetzt hat man sich ja für Letzteres entschieden, aber warum dann nicht die Bundestagswahl? Denn Ja, wir haben eben ja, und. denn in Berlin ist es ja so, dass die Linkspartei ein Direktmandat bekommen hat. Genau. Und ohne dieses Direktmandat wären die nicht drin. So Also ist da würde es. der ganze Bundestag wäre völlig neu zusammengewürfelt von der Sitzverteilung. Und da verstehe ich die Begründung halt nicht. Also, Ja, die muss man nicht verstehen. Das ist einfach nur parteiinternes Kalkül. Ich meine, die Leute, die das entschieden haben, ganz ehrlich, die werden auch in irgendwelchen Parteigremien und so hocken und gesagt haben, wir machen das so. Übrigens ist der Stream jetzt gerade beendet in Discord, guter Arti. Also ich sehe jetzt nicht mehr deinen Browser. okay, spannend, aber wir haben Aber ja noch nicht angefangen zu schauen, genau, deswegen. du machst erstmal das und nebenbei kann ich ja vielleicht aufzählen nochmal, was da schiefgegangen ist bei der Wahl 2021. Also was es für Pannen gegeben hat. Es war ja so die Corona-Hochzeit und wahrscheinlich sind die davon ausgegangen bei dieser Wahl, bei der Bundestagswahl, dass viele Leute Briefwahl machen und die hatten häufig zum Beispiel einfach zu wenig Stimmzettel. Also es haben sich ewig lange Schlangen vor den Wahllokalen in Berlin gebildet. Ich sehe wieder das Bild, danke sehr. Ewig lange Schlangen gebildet. Und die Leute konnten einfach nicht wählen. Also sie haben dort stundenlang gewartet auf so einen einfachen Vorgang wie zu wählen, haben keinen Zettel bekommen. Und zwar auch teilweise so, dass Wahllokale, die müssen ja 18 Uhr schließen, dann ist die Wahl durch. Manche hatten einfach noch länger geöffnet. Ich meine, klar, da ist dann die Wahl komplett ungültig eigentlich. Also ich meine, jede Stimme ist gleich. Es gibt ja diese Gesetze, diese fünf.
Die Wahl ist allgemein, gleichgültig, frei, geheim. Ich glaube, die fünf waren das. Und in dem Moment ist er ja zum Beispiel nicht gleich, wenn einer in Berlin schon immer noch 18:10 Uhr wählen kann und der andere in 18 Uhr in Dresden abgewiesen wird, dann ist die Wahl in dem Moment nicht gleich. Ja, zumal 18 Uhr gibt es ja schon die erste Hochrechnung immer. Genau, Und das das heißt, beeinflusst dann die Leute, die da noch stehen. Na? Man ist ja nicht genauso im ist es. luftleeren Raum, also Das heißt, schon. die Leute können taktisch wählen, die können sagen, oh Gott, hier die Linkspartei, die hat es jetzt hier richtig knapp in Berlin. Jetzt tue ich mal statt der SPD lieber die Linkspartei wählen, dass die wenigstens noch ein Direktmandat kriegt, dass die vielleicht doch noch in den Bundestag geht. Und genau solche Sachen könnten da passiert sein. Also die Wahl ist einfach, ja, man muss es so sagen, eigentlich müsste die komplette Wahl ungültig gemacht werden. Die hätte komplett wiederholt werden müssen. Ja, bin ich bei Das sind dir. ja richtige Zustände wie in der Bananenrepublik. Man muss es leider mittlerweile so sagen. Also, und Berlin ist ja nun mal leider immer nur so ein trauriges Beispiel. Also es ist ja nicht so, als wären nur in Berlin diese Probleme. Ja, In Berlin sind sie besonders krass. Berlin ist Brennglas und Vorreiter, also. Brennglas ist ein schöner Begriff. Ja, dort sieht man immer so wie in einem kleinen Biotop so unter der Lupe, was für große Probleme noch im Rest der Republik auf uns zukommen. Deswegen Shoutout an, ich glaube, Fulsk war es mit seinem schönen Lied, baut die Mauer wieder um Berlin. Oh, das kenne ich gerade, okay. Ist ein sehr schöner Schlager, obwohl Schlager immer scheiße sind. Findest du, ja. 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 Ansonsten, Ich weiß nicht. jetzt kann sich ja machtpolitisch kann sich durch die Wahl gar nicht so viel ändern, oder? Ja, gar nicht. Also ich meine, und selbst wenn, die Wahl ist zum Abgeordnetenhaus in Berlin, also was soll da passieren? Vielleicht gibt es dann statt, ich glaube, dort ist es jetzt rot-rot-grün oder so in Berlin. Ich müsste jetzt selbst lügen, aber ich meine, von mir aus ist es dann der nächste Altparteien-Einheitsbrei. Das ist dann statt rot-rot-grün, rot-rot-schwarz oder rot-schwarz-grün oder schwarz-rot-gelb oder ich Ja, meine, ja, ha ja, alles, ja. Hauptsache alles außer die AfD. Ich meine, das sind ja die wunderbaren Kombinationen, die uns hier angeboten werden in dem Land. Ja. Also jede noch so absurde Farbkombination ist mittlerweile eine Koalition. Ich meine, früher gab es eigentlich zwei, drei Möglichkeiten. Weißt du, da gab es Rot-Grün, gab es Schwarz-Gelb und vielleicht mal noch große Koalition. Und jetzt hast du ja Begriffe wie Ampelkoalition, Kenia-Koalition, Das dies und das, Fünferbündnis gibt es auch schon. Fünferbündnis, Also so ja. richtig, richtig schön Weimarer Verhältnisse. Fünf gegen Willi, so, ja. Also völlig verrückt, was hier los ist. Ja, es ist Weimarer Verhältnisse, das finde ich, ist ein guter Satz. Daran ist ja die Weimarer Republik unter anderem auch zugrunde gegangen, dass es keine so starken Parteien gab und sich dann später stärkere etabliert haben in Ja, dem also ganzen Wust dort. Ja. apropos skurrile Farben, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Volt. Ich glaube, Genau, ich sehe alles. die haben Pink oder Lila oder was immer das so ist als Ja. Logofarbe. Und ganz kurze Frage, ich sehe es jetzt nicht. Hast du in OBS gewechselt? Sehen wir jetzt auch als Zuschauer das hier? Ja. Okay, wunderbar, Wenn nicht, gut. dann oha. Ja, dann wäre jetzt die Aber Aufnahme schon im Arsch. Paranoia kickt, sieht gut aus. So. Ja, okay, gut. Dann viel Spaß. Wahlwerbespots gehen ja meistens eine Minute ungefähr. Wir werden wahrscheinlich immer hinterher was zu sagen. Ja, also wenn dir jetzt was Krasses auffällt, Arti, dann kannst du ja einfach so stoppen, Ja. mittendrin. Oder du fängst an zu reden, ich halt anders. Oder ich schreie einfach hart rein, ja, genau. Gemeinsamen Technikboomer werden das schon hinkriegen hier. In dem Genau. Sinne, viel Spaß mit Volt Berlin. Partei, Partei, Partei. Wie das schon wieder klingt. Hinterzimmer, Hierarchien, Grünkohl, es muss doch nicht sein. Hi, ich bin Caro, Spitzenkandidatin der neuen Partei Volt. Volt gibt es, weil wir höhere Erwartungen an die Politik haben. Klimakrise, Wohnungsnot, soziale Spaltung. Die Probleme Berlins halten sich nicht an Grenzen. Warum tut es die Politik? Deshalb sind wir eine Bewegung in ganz Europa. Europa ist voll von funktionierenden Lösungen, die Volt nach Berlin bringt. Aber lasst uns doch mal pragmatisch denken. Ideologien helfen Berlin nicht weiter. Weder bei der Digitalisierung unserer Verwaltung, noch bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Und schon gar nicht, um für dein Kind einen Kita-Platz zu bekommen. Aber ganz ehrlich, weg von den Phrasen. Wir können Politik doch wieder sexy machen. Mit dir? Und uns im Abgeordnetenhaus. Ja, würdest du die wählen? Also ich bin überraschend angetan von dem Spot.
Also erstmal, was ich dazu sagen muss, das wurden Themen angesprochen, dass, die eben frei von Ideologie sind. Das fand ich jetzt schon mal interessant. Das haben die ganz gut hier hervorgebracht. Also von wegen, ja, wir kümmern uns um Themen, die euch interessieren. Also, was haben sie gesagt? Kita-Platz für dein Kind und genau. Die Miete für die Wohnung. Also ich meine, das sind ja wirklich Probleme, die es in Berlin gibt und die Leute interessieren und nicht sowas von wegen, ja, wir brauchen jetzt hier eine Mann-Frau-Toilette oder so. In irgendeinem linken Studentenheim oder solche absurden Sachen. Das fand ich jetzt ganz interessant. Also auch die Leute, wie die sich dargestellt haben, ich denke, das könnte ein Berliner ansprechen. Also ich meine, da war von allem was dabei. Vom Niederländer bis zum jungen Studenten, der so ein bisschen arabisch aussah oder so. Und die gute Mutter dort, keine Ahnung. Also nee, war gut, ja. Wie du schon sagtest, es war sehr direkt sachthemenbezogen, die Geschichte der Sport. Genau. Also da ging es ja nicht bloß um Wohnen im Allgemeinen, sondern es war, glaube ich, von Berlin-Nord irgendwie die Rede. Also wir sind jetzt keine Berliner, aber wahrscheinlich ist da irgendein größeres Mietproblem. Also das mit den Sachthemen. Ja, also das mit den Mieten wurde angesprochen, klar, und mit dem Kita-Platz. Digitalisierung war noch. Ja. Aber das ist wieder so ein Schlagwort letzten Endes. Eben. Also das war schon gut, aber ich denke, es gänge auch noch besser, dass man vielleicht noch klarer seine Forderungen bringt. Man muss halt aber auch der Fairness halber dazu sagen, in einer Minute kann man jetzt vielleicht auch nicht so viel bringen. Also und Volt ist ja eine Partei, die eben nicht vertreten ist irgendwo im Parlament, die sich erstmal vorstellen muss. Und ja, dafür haben die ihre Sache doch gut gemacht, finde ich. Siehst du es auch so? Soweit ich weiß, ist das eine proeuropäische Partei, also die ist auch in anderen Ländern unterwegs. Genau. In Europa. Also die wollen halt, letztendlich sind die pro EU ganz hart. Ne? Ist jetzt halt, die haben, soweit ich weiß, nirgendwo wirklich Einfluss, aber ist natürlich eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte als Wähler. Das auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, jetzt so in meinem Umfeld hier die Leute, die Volt wählen, für die das interessant ist, das sind schon eher so Grünwähler oder Piratenparteiwähler vielleicht. Also Leute, die sich schon eher dem linken Spektrum zugehörig fühlen, aber da vielleicht ein bisschen wildern wollen, sagen wollen, wie die es gesagt haben, ja, so dieser Parteienapparat, das ist mir doch ein bisschen zuwider. Also so die Akademikerkaste, die das... Ja, das finde ich ist ein sehr guter Begriff. Ja. So würde ich die einschätzen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich meine, liebe Volt-Leute, schreibt uns. Kommentarbereich ist unten. Aber abseits davon, der Spot war schön. Also muss ich sagen, schön flüssig. Genau. Ja, nicht zu hip. Also es gibt ja auch Leute, die versuchen, zu hip zu wirken. Es war einfach ein schön stimmiges Ding. Ja, ich bin überrascht, mit was für einem guten Spot wir hier angefangen. Wollen wir weitermachen? Ja. Ich meine, wir haben 33 Videos zu sehen. Wir haben einiges vor uns. Der geneigte Seher sieht hier die Tab-Leiste. Aber wir können ja schon mal. Bin ich sehend? Wir können ja schon mal einen Tab schließen. So, genau. Jetzt kommt, Team Totenhöfer mit einem wunderbar eingebundenen Video. Ich kann euch hier kein Vollbild. Rechts oben, warte, stopp, rechts oben, das sieht aus wie Vollbild. Das ist. Screenshot oder was? Oder irgendwas anderes. Okay. Nee, gut, das ist von Edge, ja. Also ich kann euch kein Vollbild anbieten, ich kann nicht pausieren, es ist ein Traum. Okay, dann ziehen wir es uns rein. Feuerfrei. Viel Spaß. Oh Gott, nicht mal mit der Leertaste kann ich pausieren. Was für ein Dreck. Oh. Uff. Oh, also da habe ich jetzt mal ganz spontan reagiert. So, das ist,
Das ist Abfall. Also das kann weg. Nee, mal ehrlich. Also ich muss dazu sagen, als ich den Spot gesucht habe, bin ich irgendwie noch auf den, glaube ich, auf den Bundestagsspot gestoßen von denen. Da war, oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es war halt so, irgendwann stand auch mal für Islam dabei. Also, ja, klar, klar. Aber was man jetzt in genau dem Spot gar nicht so mitbekommen hat unbedingt. Also klar, Palästina und so, aber vor allem, was ich krass fand am Anfang, das Erste, was sie schreiben, wenn du gegen Antisemitismus und Rassismus bist. Und dann machen sie irgendwas von wegen, ja, es wurden pro-palästinensische Demos verboten, die ja wahrscheinlich für Leute interessant sind, die vielleicht eher Antisemiten sind. Also da frage ich mich so ein bisschen, wem wollen die hier was vormachen? Also ich denke jetzt den Begriff mit dem Antisemitismus, das haben die hier nur reingebracht, um sich da ein bisschen von dem Vorwurf reinzuwaschen. Also ja, verstehe ich auch nicht. Also das hätten sie auch einfach weglassen können. Das macht erstmal für mich gar keinen Sinn. Und dann, also das ist jetzt zum Beispiel, das ist das volle Gegenbeispiel zu Woll, auch erstmal wie das Spot gemacht ist. Du hast hier nur diese komischen Texte und dazu diese Hottentotten-Musik. Mhm. Und ja, und dann einfach die pure Ideologie hier auch. Also es ging ja jetzt hier gar nicht um wirkliche Themen, also um konkrete Sachen, die geändert werden wollen, sondern es wurden hier Begriffe um sich geschleudert. Ja. Antisemitismus, Rassismus, strukturelle Diskriminierung, dann am Ende stand hier noch Stopp Apartheid da mit dieser. Da dachte ich auch, sind wir in Südafrika irgendwie da? Ja, also wirklich. Zur Hölle. Also, das ist ja die pure sich an Migranten anbiedernde, keine Ahnung, Langweilerpartei. Also, das ist schwach, wirklich schwach. Ja, aber auch an bestimmte Migranten lediglich. Also ja, eben nur an bestimmte Migranten, die natürlich nicht antisemitisch sind. Das wollen wir hier nochmal klarstellen. Ja? Ist ja, also ist ja keiner in Berlin, also bitte. Nee, ist ja keiner in Berlin. Also da, ja. Da stehen Synagogen bestimmt nicht unter Polizeischutz. Aber und wenn, dann wegen Rechten und so. Ja? Das Kipper-Experiment war doch ein voller Erfolg damals. Ja, wir erinnern uns. Oh Gott, also wegen mir machen wir gerne weiter. Ich habe dazu nichts zu sagen, es ist Schrott. Es ist wirklich Schrott. Also ein was Positives, wir wollen da nicht bloß heden, ne? Musikalisch hat es gepasst zum Video. Das ja, genau, so Kratz, afrikanische Bush-Musik, so ein bisschen ohne Akkorde und alles, ja. Ja, auch der Beat und die Folienwechsel sozusagen, das war schon ganz gut gemacht. Ja. Ach so, technisch meinst du sogar, ja. Ja, das hat gut gepasst. Ja, ist okay, aber so, das war das einzig Gute. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Spot, also das könnten wir wahrscheinlich auch zusammenstöpseln, wenn mit bisschen, ja, hier ist ja, bisschen Übung. Ja, ja, also das war jetzt längst nicht so wie der Voltspot, schön mit gut mikrofoniert, gut aufgenommen, schöne Bilder von Berlin und so, also nee, das war mir nichts, ja. Also was mich verwundert, man hat ja nicht mal den Totenhöfer irgendwie labern gehört. Nee, gar nicht. Obwohl gar der nicht. Ja sonst, soweit ich das mitbekommen habe, ein ja sehr egoistischer Typ ist halt, der gerne im Vordergrund da rumbändelt. Ja, ich meine, dafür spricht ja auch, dass die Partei Team Totenhöfer heißt. Ja, also, ja, Team. Team ich. Ja, ich Totenhöfer. Team die ich, ist geil. Vor allem die Gerechtigkeitspartei. Also ja. Ja, das ist wirklich so dieses absolute Migranten-Narrativ. Black Lives Matter, uns geht so schlecht und alle diskriminieren uns. Sorry Leute, wenn jetzt hier irgendwie ganz zuschaut, ist mir scheißegal, wenn ihr euch jetzt zu mir beleidigt fühlt. Also, nee. Ja. Mach's weg, bitte. Ja, ei. Uff. Stopp. So, jetzt haben wir die Sozialistische Gleichheitspartei. Geil. Da bitte wieder groß machen. Ja. Also das wird okay. Spannend. Oh, 3 Minuten geht das sogar, okay. Dann machen wir aber nach einer Minute oder anderthalb Stopp, okay? Also ich würde das hier schon gerne verhalten wollen. Ich meine, wenn die es hinkriegen. Ich würde mal auf 1:05 gehen. Ich denke mal, das passt, ja. Und dann schauen wir mal, ja nach anderthalb Minuten gucken wir vielleicht. Mal. Ja. Okay. Feuer frei. Stopp den Krieg. Kein Cent für die Aufrüstung. 100 Milliarden für Bildung und Gesundheit statt Rüstung und Krieg. Die Senatsparteien, SPD, Linkspartei und Grüne haben keinerlei demokratische Legitimation für ihre Rechte und militaristische Politik. Die Leute haben nicht dafür gestimmt, dass deutsche Panzer 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gegen Russland rollen. Und sie haben auch nicht dafür gestimmt, dass dieser Wahnsinn auf Kosten der Arbeiter betrieben wird. Dass der Gesundheitsetat um 2/3 gekürzt wird und stattdessen der Rüstungsetat verdreifacht.
Oh Junge, das war jetzt demotivierend, ich muss pausieren. Ja, das war jetzt ein bisschen peinlich. Die Leute kommen also, dort an, da kommt dieser ältere Herr mit der, in einem braunen Mantel an, will denen irgendwas in die Hand drücken und die gehen einfach weiter. Aber er hat ja nicht mal irgendwie so 20, 30 Leute, die ihm zuhören. Es ist geil, nee, es ist keiner da. Er steht halt einfach bei regnerischem Wetter vor seinem Auto und redet irgendwas. Ich meine, so, das kann wollen passieren. Wollen wir noch inhaltlich aber, was sagen? Oder machen wir das später? Dann machen wir später, aber ich meine, das kann ja passieren, aber das nehme ich doch nicht in so einen Spot rein. Ja. Also das ist so, guck mal Leute, wir haben keiner, der uns wählt. Also, und nicht, wir sind eine große dynamische Bewegung, sei Teil davon. Nee, nee. Also ich würde mal euphemistisch sagen, das ist sehr authentisch. Ich meine, gut, wenn wir jetzt einmal pausiert haben, können wir auch gerne noch über Inhalte reden. Ja, ganz kurz, was mich gestört hat, die Parteien machen ihre rechte und militaristische Politik. Militaristisch, ja, da bin ich bei ihm. Also diese ganze Aufrüstung, die gerade passiert, dass deutsche Panzer und schwere Waffen in Kriegsgebiete geschickt werden zurzeit. Das ist ja keine Aufrüstung. Eigentlich ist es, da ist es ja dann, es ist eine Verschrottung. Ja. Naja, aber man muss sagen, es ist natürlich eine Aufrüstung der NATO und dieses aktuellen Kriegs, halt Ukraine, Russland, ja, klar. Also der ja irgendwo, das führt jetzt zu weit, aber der ja auch irgendwo doch ein mittlerweile fast ein Stellvertreterkrieg ist, NATO gegen Russland. Also. Ja, ich denke jetzt auch mit unserem neuen Verteidigungsminister wird es langfristig schon eine verstärkte Bewaffnung geben der Bundeswehr. Leider, also, ja. Der wird wieder ein bisschen was in die Rüstungsindustrie fließen. Ja, worauf ich nur noch mal hinaus wollte, war eigentlich der Satz, diese rechte Politik auch, weißt du? Also SPD ist noch nicht links genug, dass die machen rechte Politik, weißt du? Das ist doch letztlich das, was die hier sagen. Ja, ich glaube, also die sind... Der Typ ist so weit links, dass das... Die sind beim Kompass, sind die noch links von der MLPD und das will halt schon was heißen. Wirklich? Also rate ich jetzt mal. Ach so, naja, ja. ich weiß nicht, sozialistische Gleichheit, ja, wobei Gleichheitspartei, das eigentlich vor allem im Zusammenhang mit sozialistisch, das klingt schon tatsächlich gruselig, gerade als Ex-DDR-Bewohner, also puh. Also, dann, wenn man das sozialistisch wegnimmt, könnten die auch mit dem Team Totenhöfer die Gerechtigkeitspartei mit der Gleichheitspartei. Gleichheitspartei, also das, ja, ihr müsst gleich sein, also Kommunismus auf Zwang so. Hui. Ist schon. Lass mal weitermachen. Toller Name, ja. Ach gut. Die Ukraine wird mit NATO-Waffen überschwemmt und es findet eine systematische militärische Aufrüstung statt, um einen Krieg gegen Russland zu führen. Ein solcher Krieg hat katastrophale Konsequenzen und bedeutet einen dritten Weltkrieg, der mit atomaren Waffen geführt wird und die Vernichtung der gesamten menschlichen Zivilisation auf die Tagesordnung stellt. Deshalb sagen wir, es ist notwendig, dieser Kriegspolitik entgegenzutreten. Unterstützt den Wahlkampf der Sozialistischen Gleichheitspartei. Wir geben dabei. So, das bietet sich ja gerade an jetzt, wo der lustige Mann mit der Maske fertig ist. Ja, und ich würde auch sagen, das reicht jetzt erstmal mit dem Spot, oder? Ja, denke ich auch. Also, sie haben ja nicht ganz unrecht mit der Aufrüstung der Ukraine, stimmt ja alles. Gar nicht. Dass das jetzt im Dritten Weltkrieg enden muss, boah. Ja, das weiß ich nicht, das klingt so wie dieses Klimaende-Narrativ, so schön. Ne? Ja, hoffen wir es nicht. Also. Ja, dann ist der Wahlkampf auch hier scheißegal. Also, ne? Okay. Ja, krass, dass wir jetzt nochmal mit dem Thema Ukraine hier konfrontiert werden. Finde ich ja fast schon cool eigentlich. Was ich nochmal zugute halten wollte der Partei, dass sie wenigstens ein konkretes Thema aufmacht. Weißt du, also. Die tun jetzt hier nicht nur mit Phrasen um sich werfen, sondern die haben hier ein ganz konkretes Anliegen. Das bewerben die, wie man jetzt dazu steht oder nicht. Naja, bloß, es geht ja um den Berliner Senat. Ja. Es geht ja nicht um den scheiß Bundestag, da würde ich es ja verstehen, ne? Das ist das Ding und das ist ganz oft so bei so kleineren Abgeordnetenhäusern. Also ich kenne das ja selber hier, wir sind ja Sachsen, man hört's. Und wenn man jetzt zum Beispiel reden sich vom Martin Kohlmann von Freien Sachsen anhört, der ist halt im Chemnitzer Parlament und dann hält er dort irgendwelche Reden, so, die sich eigentlich an die Bundespolitik richten. Und naja, ist halt im Chemnitzer Stadtrat und erzählt dann irgendwas. Das ist dann auch teilweise wild, obwohl ich ihn sehr sympathisch finde, natürlich, politisch. Aber es ist halt ja, unpassend einfach. Ding. Ja, man muss eigentlich wissen, wofür man sowas macht. Wobei das Kalkül wahrscheinlich sicherlich ist, naja, selbst wenn das jetzt nicht klappt in dem Abgeordnetenhaus, vielleicht haben wir dann mehr Chancen,
bei irgendeiner Wahl in Nordrhein-Westfalen oder so, wo die vielleicht stärker sind. Das SGP, wobei ich das nicht glaube. Ich glaube, das ist schon der stärkste Landesverband, wenn ich rate. Ja, okay, okay. Dann ist es schon komisch tatsächlich. Naja. Wollen wir noch oder was denkst du? Das lasse ich dich jetzt entscheiden. Ganz ehrlich, lass mal bitte weitermachen. Ich meine, wir haben viele Videos und ich fände es ein bisschen unfair, wenn wir das uns jetzt hier 3 Minuten anschauen, obwohl wir es in schnellerer Geschwindigkeit machen. Viel Neues werden wir jetzt hier auch nicht hören. Also, ihr habt ja schon gemerkt, wir hassen diese Leute. Deswegen an unsere linken Zuschauer, wählt die. Wählt nicht irgendwie große linke Parteien. Ne? Wählt die kleinen, das ist gut so. Genau, wählt, also die haben, genau, SGP, Sozialistische Gleichheitspartei, dafür wollen wir jetzt nochmal werben. Wenn ihr eine linke Partei wählen wollt, dann bitte diese. Eigentlich müssten wir die ja gut finden. Ne? So weit links, wie die sind, dann sind die schon fast wieder übers Hufeisen hinaus. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist wie so mit der Erdkugel. Die kommt ja wieder rechts raus. Genau. Okay. So, genug gescherzt. Ich bin... So, jetzt, oh, jetzt kommen wir, weil wir es gerade hatten. Jetzt kommt die große SPD. Große rote Partei. Ich mach mal die Untertitel aus. Ja, bitte. Finde ich spannend, dass die hier voreingestellt waren. Also die, naja, das ist die SPD weiß, für welches Klientel. Das ist, ja, das ist wahrscheinlich auch hier leichte Sprache. So. Geil. Bis jetzt wurde noch nicht gegendert. Das wird jetzt kommen. Ich, ja, ich glaube bei der SPD nicht, aber ich könnte mir vorstellen, bei den Grünen vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Irgendwo wird noch gegendert. Mhm. Vielleicht sehen wir jetzt hier. Oder bei der Linken. Transe. Oh, das ist die erste Trans. Ja. Lass uns doch wetten. Ja. Okay, lass mal. Okay. Viel Spaß mit der SPD. Ich bin Franziska Giffey, Ihre regierende Bürgermeisterin. Seit einem Jahr arbeite ich im Roten Rathaus. Für Sie und für unser Berlin. Eine lebenswerte Stadt im Herzen Europas, in der Wohnraum für alle geschaffen wird. Und das Ticket für Bus und Bahn keine Frage des Geldbeutels ist. Wo kleine und große Unternehmen nachhaltig wachsen können. Und gute Bildung für alle da ist. Eine Stadt, die in Krisen solidarisch zusammensteht und zuversichtlich in die Zukunft blickt. Weil wir alle mitnehmen. Weil wir entlasten, abfedern, absichern und anpacken. Liebe Berlinerinnen, liebe Berliner. Jetzt geht es darum, dass Berlin eine soziale Stadt und ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt. Dafür braucht es die SPD als führende und ausgleichende Kraft in dieser Stadt. Deshalb bitte ich Sie noch einmal um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für die SPD. Am 12. Februar SPD wählen. Zusammen Berlin. Oh Gott, was für ein Fiesfilm. Oh. Ach du Scheiße. Entschuldigung. So. Ja, also bist du noch da? Ja, ja, gut. Ich bin noch da, also ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll, weil das, also das waren ja hier Lügen über Lügen, oder? Also ganz ehrlich. Ich meine, man muss es ja so sagen, SPD ist Regierungspartei in Berlin irgendwie seit ewig. Also ja, genau, gefühlt seit ewig, ja. Berlin ist doch schon immer rot-grün. So, und dann sagen die, wofür stehen wir? Ja, erstmal für ein Berlin mit Wohnraum. Aha, gibt es bezahlbaren Wohnraum in Berlin? Also ich würde es bezweifeln. Also von allen Leuten, die ich kenne. Ja, und wir stehen für ein Berlin, was in Krisen zusammenhält. Okay, schau mal bitte, allein Silvesternacht, da war keine Krise, aber schau dir mal, wie die Leute zusammenhalten in Berlin. Also da ist überhaupt nichts zusammenhalten. Und vor allem der beste Satz für mich, wir stehen für Bildung mit guten Schulen und irgend sowas. Ich meine, Berlin ist ja immer an den hinterletzten Plätzen, vielleicht noch vor anderen Stadtstaaten wie Bremen oder Hamburg, aber da ist bildungsmäßig gar nichts. Also das ist ja ein offenes Geheimnis bei uns hier so im eher ostdeutschen Raum. Also das Abitur in Berlin, das ist nichts wert. Wenn du dich an einer anderen Hochschule bewirbst, dann... Dann lachen die dich aus, ja. Ja, also es ist tatsächlich so, zum Beispiel an der LMU München war es, glaube ich. Vor ein paar Jahren habe ich das mal gehört. Wenn du mit Berliner Abi hinkommst, musst du ein bisschen besseren Schnitt haben beim NC als aus anderen Abis. Aber das macht jetzt nur die LMU zum Beispiel so. Vielleicht war es auch die TU oder irgendwas, aber es war in München. Ja, also jedenfalls, die hat hier mit Begriffen um sich geschmissen, immer in konkrete Themen, aber mit Sachen, die null stimmen für Berlin. Also wirklich absolut null. Und das ist halt Regierungspartei. Also, ich finde das halt auch immer so seltsam, wie du schon sagst, sie sind schon so lange an der Macht, ne? Ja. Und dann redet sie so, wir werden in Zukunft das machen und das machen und das machen. Und nicht, wir haben letztens das geschafft und das ist jetzt besser und das ist jetzt abgeschafft und dies, das, tralala.
Ja? Also sie hat ja anscheinend keine scheiß Erfolge vorzuweisen, sonst hätte sie es uns erzählt. Gar nichts, ja? Also gar nicht. Berlin ist ja das letzte Loch. Das ist ja dann wirklich wie so ein Aha, ihr wollt das erst machen. Und ihr hattet 20 Jahre Zeit. Warum soll ich euch nochmal wählen? Ja. Also, das, was mich halt kann ich umso doch nicht mehr bringen. Ärgert, was mich umso mehr ärgert, dass die meisten Leute sowas gar nicht durchschauen. Also die sagen ja einfach, ach, die Frau Giffey, das klingt doch eigentlich ganz sympathisch, die sieht doch ganz gut aus. Und ach ja, die hat jetzt hier auch vernünftige Sachen gesagt, ich wähle die schon, weil CDU wiederum, das ist mir zu rechts. Und AfD sowieso. Also. Ja. Und sie hat ja die zwei großen Metathemen, die in Berlin wichtig sind, also Wohnraum und dieses Ticket, hat sie ja benannt, hat sie ja. Ne? Also sie hat nicht gesagt, was sie genau machen will. Aber stimmt, was ist das eigentlich mit dem Ticket? Gibt es da irgendwas in Berlin oder wollen die das bringen? Oder? Ja, du weißt, es gab ja das 9-Euro-Ticket und die wollen das jetzt wieder machen. Also ich glaube, irgendwie ach, hier Giffey 49 will, Euro oder irgendwas. Nee, Giffey will 29-Euro-Ticket dauerhaft einführen. Ja, das ist natürlich auch wieder, man muss es sagen, purer Populismus. So. Also gib den Leuten die Gips, wie man bei uns so sagt, also irgendwas Schönes, irgendwelche Gelder und dann fängst du dich damit ein. Also ich muss zugeben, vor dem 9-Euro-Ticket war ich tatsächlich auch so ein gewisser Fan von der ganzen, vom ganzen Prinzip an sich. Aber nach den 3 Monaten als ÖPNV-Fahrer okay. bin ich da auch wirklich voll geheilt von. Weil halt die Infrastruktur nicht da ist. Ja? Ja. Also wenn so viele Leute dann ihr Auto stehen lassen, dann ist der Bus einfach eine Konservendose frühs. Ja. Was lustigerweise natürlich zu Corona-Zeiten, naja. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so drauf eingehen sollten. Also ja, klar, ich Offroad, feuerfrei. Achso, naja, also jetzt soll ja so ein Deutschland-Ticket kommen, 50 Euro, deutschlandweit. Hm. Und das muss ich sagen, klar, da bin ich dann auch egoistisch letztlich am Ende, aber das finde ich schon Wahnsinn. Also klar, kommt mir das auch sehr zugute, weil zurzeit, zum Beispiel jetzt, wenn man hier in Sachsen rumfahren will, Dresden-Leipzig oder Dresden-Chemnitz, das sind schon allein eine Strecke 18 Euro. Und da hättest du das ja schon drin, wenn du im Monat 3 solche Fahrten machst, 3 Zugfahrten. Ja, und, natürlich. Und natürlich, du kannst auch damit Bus fahren und so. Das ist natürlich alles toll für uns. Die Frage ist am Ende, ist das überhaupt rentabel? Also wer bezahlt's? Also ist ja immer so bei solchen Themen. Die Leute sagen, ja klar will ich das, ist cool, aber kann man das überhaupt finanzieren? Weil ich meine, das Monatsticket in Dresden allein, das kostet über 60 Euro. Das kostet schon mehr, als das Deutschlandticket kosten soll. Und dann sollst du damit deutschlandweit fahren können. Jeder ja, es würde wie immer über Steuern gelöst werden. Ne? Steuern, genau. Am Ende wird es für uns alles teurer. Aber gut, ich muss halt dazu sagen, wenn die Steuern schon erhöht werden, dann wenigstens für sowas Sinnvolles als für irgendwelche anderen Geschichten. Also da das wäre wenigstens halbwegs sinnvoll. Ja, anstatt für irgendwelche Gender-Lehrstühle oder so. Wie ich schon sagte, also prinzipiell bin ich da auch ein Anhänger von, aber so wie es jetzt gerade alles ist, keine Chance. So als kleine Anekdote, so eine Arbeitskollegin, die wohnt knapp an der Grenze zu Brandenburg und muss immer mit dem Zug reinfahren, die ist in diesen Monaten, wo das 9-Euro-Ticket galt, so oft zu spät gekommen, weil der Zug einfach voll war und sie nicht reinkonnte. Okay, geil. Ja, die ist dann irgendwie 2 Züge später teilweise gekommen. Okay. Also lächerlich. Ja, also deswegen müsste man das wirklich erst alles ausbauen, die Bustaktung erhöhen. Ja, und vor allem ist ja natürlich auch das Ding immer bei solchen Geschichten, das kommt uns Städtern zugute, aber niemandem auf dem Land. Ich meine, da nützt es dir nichts, wenn der Bus, der eine Stunde kommt, wenn du den kostenlos bezahlen kannst. Also der alle Stunde kommt oder am Wochenende 2-mal am Tag oder so. Wieder kommt alle eine Stunde. Der kommt frühs und nachmittags für die Schüler, ja, und das war's. So vielleicht sogar, ja, eben. Also wir Städter freuen uns geil und die Dorfbewohner bezahlen dann Steuergelder für sowas, um uns unser schönes Leben hier zu finanzieren. Also in der Stadt kann das schon irgendwie funktionieren, aber dann müsste man es halt irgendwie anders machen. Dann müsste man halt so ein Stadtdeutschland-Ticket machen. Irgendwie so, keine Ahnung. Wo dann halt nur Städter das zahlen oder keiner, ja. Ja. Und wie gesagt, man braucht trotzdem mehr Infrastruktur. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist ja Bratislava mit unter 5 Minuten Takt bei Bus und Bahn teilweise. Oh, das ist krass. Ich glaube, in der Hauptstoßzeit war es 3 oder 4 Minuten. Und dann kommst du wieder hierher in die Stadt in Deutschland und denkst so, was, eine Viertelstunde. Aber in Berlin hast du auch solche Takte. Also die U-Bahn, die fährt schon wahnsinnig schnell. Mhm. Auch die S-Bahn dort, die Ringbahn und was weiß ich. Ja. Gut, hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich einfach weitermachen.
Weil wir sind erst beim dritten Spot und ja, schon Video, über eine halbe Stunde. Ja, so hat man uns das ja ausgemalt. So eine lange okay, Reihe. Gut. Du bist der Boss, Arti. Nee, wir sind ja, natürlich beide Video. Gleichberechtigte Co-Hosts hier. Ja. Also videotechnisch wurde hier, glaube ich, nichts dem Zufall überlassen. Ne? Also die ganzen zufälligen Begegnungen mit irgendwelchen Bürgern hier sind natürlich nicht zufällig. Weil ich es gerade sehe, guck mal, sind das da Ukraine-Flaggen, vor denen sie steht? Oder? Ja, die werden doch vor jedem Rathaus derzeit gehisst. Ach so, ja, okay. Und sie gendert natürlich leid hier, ne? Bürgerinnen und Bürgern und so. Ach ja, ach, das ist gendern leid. Genau. Und hartes Gendern ist, wenn ich so sage, BürgerInnen, oder? Zum Beispiel. Also wie in der Tagesschau. Innen, ja. Architekt, innen. Genau. Ja, so zum Beispiel. Das ist wichtig, ja. Sehr wichtig, ja. Puh. Die SPD gut, weiß, kommt was bestimmt, wichtig ist. Ja. Jetzt kommt wieder eine Kleinstpartei, wenn ich raten müsste. Schauen wir. Ja, wie hast du das denn eigentlich sortiert? Das geht jetzt alphabetisch, aber rückwärts. Ach so, okay. Ungefähr. Ach, ich verstehe, was dann zuletzt kommt. Das Schönste zum Schluss. So. Genau. So, dann machen wir mal die Piratenpartei. Die gibt's immer noch. Schau an, ne? Ja. Also. Na klar, Berlin halt. Wir wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird, nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen, für ein Leben in Würde und Teilhabe. Einen umlagenfinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem. Für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Sozial, digital, nachhaltig. Puh. Deshalb am 12. Februar Piraten wählen. Ach Gott, das Ende. Alter, was war denn das für ein Ende? Ich dachte, das hast du jetzt gesagt. Ich habe mich fast erschrocken. Wie dämlich war denn das Ende? Du hast diesen krass gemachten Spot mit diesen Stock-Footage-Bildern und dieser Stimme dazu, die so ein bisschen leicht herablassend klingt. Und dann am Ende dieser Typ. Und ich glaube, die haben den alten Spot recycelt und das ist jetzt das aktuelle. Dieter, tu mal bitte am Ende noch sagen, wann ist das? 12. März? Nee, Februar. Ja, 12. Februar. Warte, kann ich das per Telefon machen? Homeoffice? Weil wir sind ja für evidenzbasierte Corona-Politik. Ja, mach die da, los. Am 12. Februar, Piraten. Ja, wir sind auch für Digitalisierung und dann die blecherne Konservenstimme. Ich muss dazu sagen, Verzeihung, wenn man mich tippen gehört hat. Ich habe mir nebenbei mal ein bisschen was aufgeschrieben. Das mache ich jetzt wahrscheinlich bei jedem Spot zu. Also worum ging es thematisch? Die haben ja irgendwie alles erwähnt. Nahverkehr, evidenzbasierte Corona-Politik, Bildung. Wir sind für Innovation in der Wirtschaft. Wir sind gegen Klimawandel. Also irgendwie so alle Themen, die irgendwie ansatzweise jemanden im linken Milieu interessieren könnten. Und man muss es ja dazu sagen, es ist ja die Piratenpartei Berlin. Also das ist jetzt nicht irgendwie die SPD oder die Grünen oder irgendwas. Also die hatten ja mal eben Themen wie Digitalisierung auf dem Schirm. Und das kam jetzt hier gar nicht zur Sprache. Nein, eigentlich haben wir. Doch, das war der erste Punkt von Ihnen, den. Oh, Entschuldigung, da habe ich noch nicht mitgetippt. Das war Digitalisierung statt Massenüberwachung oder so, war das. Oh, okay, gut. Aber letzten Endes haben wir doch gerade den Wahlwerbespot von den Grünen geschaut, oder? Genau. Die Reihenfolge der Themen war ein bisschen anders, aber letzten Endes. Ja, hier kam Klimawandel zum Schluss, bei den Grünen wäre es zuerst, aber ja klar, an sich wäre es genau dasselbe. Also Grundeinkommen, raus aus der Kohle. Genau, Grundeinkommen, ja. Diversität. Ein schönes schwarzes Mädchen, was so schön lächelt und ganz viel Bildung hat, sicherlich. Ich wüsste jetzt nicht. Wenn ich jetzt ein linker Wähler wäre, warum ich die wählen sollte gerade, also hätte man vielleicht sich sind ja ein bisschen mehr profilieren müssen. Also das war ein bisschen sehr die gleiche linke Masse. Also ich habe einen Kumpel, der war bei den Piraten am Anfang dabei, also wo die gerade sich gegründet hatten. Das war ja so eine reine
wie soll ich sagen, antigläserne Partei, also antigläserne Bürgerpartei, die wirklich sagt, ja, Digitalisierung, aber mit bitte individuellen Rechten, keine Großkonzerne, die sich hier ja an dir dumm und lustig verdienen können. Und er meinte dann, so, die sind so peu à peu unterwandert worden. Er war da wohl zu so Stammtischen oder sowas. Und das sind dann irgendwelche lustigen, naja, Karrieristen gekommen und haben so die, ja, die Ursprungsklicke so peu à peu rausgedrängt. Und dann haben die so eine Grün-FDP-Ausrichtung bekommen. Ja? Also so Freiheit, Digitalisierung, Klimaschutz. Also was man jetzt so halt gehört hat. Und das war der Anfang vom Ende. Also ja, das ist dann halt so eine Einheitsbrei-Partei geworden. Und, ja, und ist es geblieben, ja. Dann war doch auch um 2016 dieser Skandal mit dem Mord in Berlin. Hast du das mitbekommen? War das mit diesem Latzhosen-Abgeordneten? Ich glaube, ja. Also ich habe hier einen Artikel vor mir. Pirat Klaus Brunner transportierte Leiche mit Sackkarre durch Berlin. Also, ja. Vor seinem Suizid soll er einen Ex-Mitarbeiter ermordet und dessen Leiche quer durch Berlin geschoben haben. Ja, ich glaube, das war der mit der Latzhose, aber ja, bin mir nicht ganz so sicher. Sieht ja so aus, ja, der sieht ja ein bisschen lustig aus. Ja, es ist eine Latzhose, doch, doch. Oh, und der hat sogar einen Davidstern um und alles und was ist das, so ein Bandana, so ein Paki-Tuch. Also irgendwie auch komisch, keine Ahnung. Also die hatten halt recht coole Aktionen, fand ich hier, mit so einem Piratenfloß auf dem Fluss und so. Ah, ja? Das hatte schon ganz gut gepasst, so zum Habitus, sage ich mal. Sicher. Und die waren halt am Anfang unpolitisch. Also da konnte man rechts wie links, wie neutral konnte man rein, wenn man sagt, mir ist das Thema wichtig. Und ja, nach dieser Unterwanderung, das Thema Digitalisierung, individuelle Privatsphäre, ne? Das war ja genau, das war eigentlich eine Einparteienpartei. Ein Themenpartei, Gottes Willen. Genau, ja, und dann ist halt das passiert, was in Berlin passiert, dann sind die ganzen Linken da eingestiegen und haben das links gemacht. Ja, und jetzt ist es halt, kannst du vergessen, sie zu wählen. Ja, okay. Gar keine Punkte. Nächster Spot. Oh, apropos Kleinstparteien. Aber zumindest cool. Ich bin gespannt, wie links eingefärbt das jetzt ist. Oh ja. Oder ob die wirklich neutral unterwegs sind, das wäre mal interessant. In Berlin leben 3,7 Millionen Menschen, rund 200.000 Katzen als Haustiere und 107.736 Hunde als Haustiere. Mindestens 2 Millionen Vögel. 5.000 Wildschweine. Berlin gilt als die artenreichste Stadt Europas. Hinzu kommen leider auch jedes Jahr durchschnittlich 200.000 neue Tiere in Versuchslaboren. 30.453 Tiere bleiben lebenslang im Berliner Tierpark und Zoo. Nicht zu vergessen die knapp 1.300 Tiere im Tierheim Berlin. Auch wenn es manchen Tieren in der Hauptstadt gut geht, brauchen viele Tiere hier unsere Hilfe. Unser Ziel ist ein Leben in Freiheit und Würde für alle BewohnerInnen Berlins. Wählen Sie am 12. Februar die Tierschutzpartei. Okay, gegendert ist vorbei. Aber das wartet für alle BewohnerInnen Berlins. Ja. Oh, hast du die Katze gesehen und den Hund? Oh, sind die süß, ich wähle die. Ja, keine Ahnung. Ist das hier unser Stolzregenbogen eigentlich auch, oder? Ja, unbedingt, stimmt. Ja, vielleicht meinen die das aber. Ich fand's schön, es gibt 200.000 Katzen und es gibt 107.356 Hunde. War das jetzt so eine genaue Zahl? Das war so eine genaue Zahl wegen der scheiß Hundesteuer, nehme ich an. Alles klar. Stimmt, na, logisch. Deswegen werden die das genau wissen, klar. Und die wussten auch genau den Bestand von den Tieren im Berliner Tierpark. Ja gut, das muss ja dokumentiert sein. Ja, klar. Sein, ne? Ja, sicher. Ja, was ich der Partei halt zugute halten kann, dass sie ein Thema haben und sich sehr gut darauf konzentrieren. Also sie haben das hier auch vergleichsweise umfangreich dargestellt, in der Kürze der Zeit. Ja. Sonst halt, der Rest ist natürlich deswegen auf der Strecke geblieben. Aber gut, ich meine, die Partei heißt ja Tierschutzpartei, da geht es um Tierschutz. Ja, ich finde auch nicht, dass man unbedingt noch überall was sagen muss. Also wenn du ein Thema hast, dann brauchst du nicht noch ein ausgeklügeltes Rentenkonzept und eine außenpolitische Ausrichtung, dies, das. Ja, würde ich auch sagen. Also das ist letztlich sinnvoller. Konzentrier dich auf eine Sache, die bleibt bei dem
beim anderen hängen, gut ist. Also in meiner Welt, sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal die Grünen, wie sie früher mal waren, so als Anti-Atom-Partei, ja? Ja. Das war ja so der Ursprungsgedanke. Jetzt kommen die in die Regierung, sorgen dafür, dass der Atomausstieg beschlossen wird, dann können die sich in meiner Welt eigentlich auflösen. Die haben ihr Ziel erreicht, fertig. Passiert natürlich nicht, aber theoretisch ist das ja so der Werdegang einer einen Themenpartei. Ja, oder man findet eine mächtigere Partei, die sagt, okay, wir setzen euer Ziel um, weil verstehen wir, was ihr damit wollt und können wir uns identifizieren mit. Dann kannst du dich da auch auflösen. Aber wird hier auch nicht passieren. Ja, na gut, ja. Tierschutz wird es immer geben wahrscheinlich. Ne? Aber das ist eine Kritik, die ich so eigentlich nicht unterstützen kann. Ich meine, klar tut man sich an eben Thema aufhängen und wird dadurch erstmal groß und dann kommen halt andere. Ich meine, bei der AfD zum Beispiel ist es doch genauso. Da war erstmal das Thema Euro, dann gab es das Thema Migration und dann der ganze Rest kam erst nach und nach dazu. Also Corona oder so und ja, ja gut, aber ich, irgendwelche Rentenkonzepte. Die AfD ist in dem Sinne klüger gemacht, dass sie sich nicht Euro-Ausstiegspartei genannt hat. Ja, das ist das grundlegende Problem bei diesem Namen. Das ist das grundlegende Problem, wenn du so eine Partei hast, die genau einen Namen hat, ja. Also wo das Thema, was dich bewegt, im Namen ist, das ist halt... Ja, genau, genau. Die eine Partei, die einen Namen hat, ja, natürlich, was du sagtest, ja. Also wenn das Thema so hart drin ist im Parteinamen, ja. Ansonsten fand ich lustig hier, 5000 Wildschweine leben in Berlin und das ist anscheinend gar kein Problem. Ja, das ist gut. die gehen auch so rum auf dem Kuhdamm. Und, Also ich weiß, die sind in den Gartensiedlungen sind die unterwegs und wühlen da alles durch und machen die Beete kaputt. Also das ist wirklich ein Problem, aber das scheint ja hier, ich will nicht sagen gewollt, aber es toleriert werden von dieser Partei. Ja. Nochmal kurz hier zu dem Regenbogen. Klar, es ist heute so, dass wir den Regenbogen jetzt mittlerweile durch die ganze Berieselung verstehen als Zeichen, als Symbol für LGBTQ, für den ganzen Buchstabensalat. Aber tatsächlich kommt der Regenbogen ja schon so aus dem Bereich Tierschutz oder so alles, was die ganze Welt umspannen soll. Also zum Beispiel weiß ich noch, damals, als die UN sich gegründet hatte, war die Überlegung tatsächlich, zur UN-Flagge den Regenbogen zu machen. Ah, dass das cool. Halt für alle Länder der Welt steht. Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte nämlich letztens von der Jungen Freiheit ein Video gesehen, da ging es um Lexikon der politischen Symbole, ein Buch, was die neu rausgebracht haben, da ging es auch unter anderem um den Regenbogen. Ah ja. Um die Geschichte. Also wer sich für sowas interessiert, sehr interessant. Ich will auch gerne solche Symbole wieder zurückholen. Also ich fand damals auch, keine Ahnung, im Physikunterricht fand ich einen Regenbogen super spannend. Okay. Also, yeah. Ich mag den auch in der Realität zu sehen, aber ja. Mittlerweile denke ich... ist lustig, weil jetzt trifft man wieder vom Thema ab. Aber das Problem ist halt, wenn einmal so ein Symbol so geprägt ist, dann kriegst du das auch nicht wieder zurück. Also... Das ist nicht in Stein gemeißelt, denke ich. Ist nicht in Stein gemeißelt, klar, aber da musst du dann auch schon viel machen, um das wieder in die andere Richtung zu drehen oder in eine andere Richtung überhaupt. Also und dadurch, dass die ganze LGBT, ich will nicht sagen... Ich meine, die sind doch selber schon vom Regenbogen so ein bisschen weg mit ihrer komischen neuen Flagge da. Und, ne? Ja, aber die Regenbogenflagge, die ist ja schon noch drin. Und die macht noch zwei Drittel aus. Aber die wird gerade gefühlt so ein bisschen weggedrückt von der... Ja, aber. Naja, ich sag's jetzt nicht. Ja, genau. Ich musste jetzt auch überlegen. Also, ich will nicht immer das Wort Propaganda sagen, aber irgendwie fällt's mir mal ein. Also, was ich halt sagen wollte, durch diese ganze LGBT, ich sag's jetzt so platt, Propaganda, dadurch, dass das immer mit dem Regenbogen assoziiert wird, ist das nun mal leider weltweit oder zumindest bei uns in den westlichen Gesellschaften, Regenbogen steht für Schwule so und Lesben. Ja, das ist leider derzeit so. Und wird sich auf absehbare Zeit, denke ich, auch nicht ändern. Man kann nicht alles haben, ne? Genau. Aber Tierschutz, schöne Sache. Ach stimmt, es ging ja um Tierschutz. Ja. Gehen wir mal weiter. Aber wir waren ja auch nicht ganz auf Topics, sie haben ja gegendert, also es passt schon. Ja, genau. Ja. So, mal gucken, vielleicht mal jetzt nicht eine Kleinstpartei. Wir haben jetzt... So... Was ist das denn? Partei für Gesundheitsforschung. Okay. Partei für Schulmedizin. Ja. Hm? Achso, ich dachte, hier ist eine Anzeige. Sorry. Die Partei ist,
Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Okay. Achso, ich muss jetzt hier mal Werbung kurz. Lass uns mal übers Thema Schlafen. Du brauchst einen Als studierter Ernährungsberater. Gut, das müssen wir nächstes Mal. Ja, da müssen wir jetzt durch. Ja. So, der Sensenmann, auf geht's. Welche Partei wählst du heute? CDU? SPD? Die Grünen? Dem altersbedingten Tod ist das egal. Es gibt nur eine Partei, die sich für dein langfristiges Überleben einsetzt. Die Partei für Gesundheitsforschung fordert die schnellere Entwicklung von Verjüngungsmedizin, mit der Menschen tausende Jahre gesund leben können. Okay, geil. Für alle Frauen. Wie geil. Okay, also. Ich hatte mich gerade gemutet, stumm geschaltet, aber ich habe sehr gelacht bei diesem Wort. Also das war legendär. Erstmal der Typ am Anfang, der sah aus wie der Imperator Palpatine bei Star Wars. So mit diesen rot unterlaufenden Augen und der weißen Schminke in der schwarzen Kapuze. Ja, ja. Und dann der Ton, als dieser Sprecher eingesetzt hat. Wie aus so einer Konservendose. Ja, das war so miserabel und vor allem gar nicht den Ton über die Musik gelegt, sondern die Musik wurde immer pausiert, wenn der gesprochen hat, weißt du? Ach, das hab ich nicht so gehört, ja. Ja, also es klang so schlecht. So unfassbar schlecht. Oh nee, herrlich. Und diese letzte Aussage, die Leute können über tausende Jahre leben mit der schulmedizinischen Verjüngungsforschung. Einfach nur geil, also herrlich. Einfach nur geil. Die will ich. Ja, auch, also das Video, das erinnert mich so an, als man noch in der Schule war und zum ersten Mal so ein Video für irgendeine Projektarbeit drehen musste. Ja, ja, genau so. Aber es war sehr lustig, sagen wir mal so. Aber sehr lustig, tatsächlich, wirklich. Also das ist das Wort, der im Gedächtnis bleibt, auch wo der junge Mann dann hier den Tod mit der Sense umgeknallt hat. Ja, sehr lustig. Da kriege ich doch ja Supernatural-Gefühle, ohne was zu spoilern. Habe ich nie gesehen, tatsächlich. Ja, gut. Was soll man sonst zu denen sagen? Also, nee, es klang so, als würden die sich mit der Pharmaindustrie ins Bett legen, ehrlich gesagt. Weil Gesundheitsforschung, ne? Weiß ich nicht. Da ist klar, ich meine, wir kennen da ihr Programm nicht. Da würden wir denen jetzt was in den Mund legen. Ich würde einfach sagen, wir machen weiter. Ich meine, das ist hier kleiner Gag, die Partei und Abflug. Okay. Ja. Oh je, das sieht doch schon wieder. Oh, die Partei. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber es geht noch eine Minute. Kæru kjósendur. Það eru stórir tímar framundan og eru kosningar. Og þess vegna vil ég, þetta mikilvægt, þess vegna hvet ég ykkur eindreið og til að setja X við D-Partei. Það er eini flokkurinn sem mun skila ykkur einhverjum raunverulegum árangri. Aðrir flokkar munu svík ykkur. En það mun D-Partei aldrei gera. Því D-Partei er hér fyrir þig. Die Partei. Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Ui. Erstmal, was hat der da gesprochen? War das? Das war finnisch. Ich denke, es war finnisch. Nicht finnisch, sondern, sag schon, isländisch. Dänisch? Isländisch? Weil er ist doch ehemaliger Bürgermeister von Reykjavik.
Ach, das habe ich leider verpasst, tut mir leid, das habe ich verpasst. Ach krass, okay, ich kenne die, ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, die isländische Sprache, und es hatte doch krasse Anleihen ans Deutsche, also es ist auch eine germanische Sprache. Ich hatte, deswegen hatte ich jetzt kurz gesagt, ist das eine Fantasiesprache? Ich dachte vielleicht, ich meine, die Partei ist eine Gag-Partei, die machen vielleicht jetzt hier sowas wie Simlish, wie so bei den Sims, da gibt es halt eine eigene Sprache, das Simlish, was so ein Kauderwelsch ist. Und ich dachte schon, die machen jetzt hier auch solche Scherze. Isländisch ist lustigerweise die Sprache, die noch am nächsten an den Wikingern dran ist. Also die hat sich kaum weiterentwickelt tatsächlich. Ah, krass, okay. Aber lustig fand ich, macht euer Kreuz und er sagt irgendwie, X. Ja, macht aber, euer X. Warte mal, er hieß Jan Gnoss, oder? Oh Gott, warte, wir können mal zurück. Weil ich google den gerade und finde überhaupt nichts. Die Partei Jan Gnoss? Ja, Jon Gnar, Entschuldigung, Jon Gnar. Also, das Ding ist ja bei Die Partei, das ist ja so eine Scherzpartei. Da bin ich immer mir gar nicht so sicher, ob das jetzt hier grundlegend ein Scherz ist. Aber nee, ach hier, Jon Gnar, ja, geboren ist alles 1967, ist ein isländischer Komiker, Musiker, Schriftsteller und Politiker. Von 2010 bis 2014 war er Bürgermeister seiner Heimatstadt. Ach, tatsächlich? Krass. Ja, das stimmt schon. Ich dachte, das war ausgedacht, ja, alles. Was ich mich frage, ob der halt wirklich kein Deutsch kann. Ich glaube, die haben den einfach engagiert, dass er den Text spricht. Nee, der wird, warte mal, der wird doch in der Partei sein, oder? Die Partei? Naja, ich meine, warte mal. Ist wenn ja auch wurscht, eine, oder? Also mich interessiert das schon, aber okay, gut, klar, ist es wurscht letztlich. Einfach muss ich sagen, ich fand den Gag am Ende mit Stirb langsam, fand ich lustig. Ja, das war nett. Ja, das war lustig. Ja, die Partei. Vielleicht wollen wir da kurz noch was zu sagen. Wir haben uns auch echt noch schon mal über die unterhalten. Es ist halt letztlich eine Partei, über die wir uns eigentlich freuen können, weil es den linken und grünen Stimmen wegnimmt. Also, und das Krasse ist ja, dass auch durchaus einige Leute die wählen. Also, ohne jetzt zu viel zu verraten, wo ich wohne, aber bei mir so im Umfeld, bei den Wahlen haben die ganz gut abgeschnitten. Die haben da ordentlich Prozentpunkte abgegraben, den grünen, linken und sonst was. Ja, es gibt halt auch viele Leute, die schon irgendwas wählen wollen und irgendwie auch links sind, aber nicht links genug für die Linke, und die Grünen sind auch irgendwie so, Ja. Und die vielleicht generell, vor allem sehe ich das halt bei jungen Leuten so, Politik irgendwie, da ich will die machen hier sowas Lustiges, das ist auch hip und cool. Und, ja, die halt so in so jugendlichem Leichtsinn alles scherzhaft nehmen. Also ich bin der Meinung, so eine Spaßpartei, das ist schon was sehr Jugendliches. Also Leute, die das jetzt so ab 40 wählen, kann ich auch ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Ja. Aber das ist nur die Meinung einer Tomate im Internet. Also. Was wollte ich denn sagen? Ach so. Die sind auf jeden Fall halt auch links, obwohl sie ja hier sich so als unabhängig und Elitenförderung framen. Ja, aber die Sache da mit dem Sonneborn im Elitenparlament, im EU-Parlament, mit diesem, wie heißt er, Nico Semsrott war es, glaube ich, ne? Ja, der ist schon linksextrem, also, ganz ehrlich. Was die da für Talking Points vertreten haben und wie die sich da, letztendlich haben sie sich auch versucht, gegenseitig wegzucanceln. Ja, also das ist schon wirklich krass. Puh. Ja, also, die sind bestimmt auch mal mit anderen Vorsätzen gestartet und sind jetzt halt da, wo sie geendet sind. Ne? Ja. Und wie du schon sagst, die graben halt ein paar Stimmen ab, das ist alles gut. Genau, na, guck mal, hier ist das sogar hier, unser Hoodie-Man. Ja, der Hoodie-Man. Hm. So, womit machen wir weiter? Schauen wir mal. Twitter? Oh. Okay. Achso, die haben wahrscheinlich kein YouTube-Video gehabt. Achso, das ist noch gar nicht okay. Die Humanisten, genau, oder? Genau, du musst da nur einen Toner machen und groß. Okay, los geht's. Von denen weiß ich gar nichts, bin gespannt. Klimakrise, Mietenwahnsinn, Pandemie, vertrödeltes Handeln, Korruption und Wissenschaftsleugnung haben uns Chancen auf unsere Zukunft genommen. Holen wir sie uns zurück. Es ist Zeit für eine Stimme der nachvollziehbaren Fakten im lauten Gebrüll der Ideologien. Wir von der Partei der Humanisten sind diese Stimme. Wir hören nicht nur auf die Wissenschaft, wir arbeiten auch nach wissenschaftlichen Methoden. Unser Herz brennt für Fakten, für Technologieoffenheit, Selbstbestimmung, soziale Gerechtigkeit. Es ist Zeit, für eine neue Art Politik zu machen. Heute entscheidest du, wie das morgen aussieht.
Entscheide dich für die Partei der Humanisten. diehumanisten.de/Berlin. Eieiei. Also war das jetzt die Mischform aus den Grünen und der Gesundheitsforschung? Ach so, na, ich hätte gedacht, wie Volt eigentlich nur in uncool, in hart links. Ja, in also, weil sie sagen ja, fernab von Ideologien. Und dann, wir stehen für Fakten, daneben steht so die Covid-19-Impfung. Also, ja, was wir davon halten, schaut euch nochmal die 5. Folge von Schlafschafe an. Da sind wir sehr auf das Thema eingegangen. Also, schaut euch alle Folgen von Schlafschafe an. Ja, bitte, bitte. Bitte, wir brauchen das YouTube-Geld. Spaß. Ja, und dann auch diese Themen, die sie aufbringen. Klima, Pandemie, Wissenschaftsleugnung. Dann siehst du zwischendurch natürlich noch so eine schwarze Wissenschaftlerin, die mit dem Reagenzglas irgendwas macht oder so, keine Ahnung. Das ist ein richtiges Stockfoto halt, ja. Ja, das war mir nichts, also das ist, nee. Und bis auf das mit den Mieten, was, glaube ich, ganz kurz angesprochen wurde, was ist jetzt da Berlin nochmal thematisch? Also ja, gar nichts, ja. Ja. Außer, dass am Ende steht, da steht, unser Herz brennt für Berlin. Der Berliner Fernsehturm, oder was ist das? Ja, das war zu allgemein, einfach. Das war nichts, Leute. Ja. Oh Gott, was war denn die ÖDP? Das klingt wie eine österreichische Partei. Oh Gott, ich hab's vergessen, was es war. Ja, ökologische irgendwas, glaube ich. Ökologische deutsche Partei. Geil. Was ja based ist. Ja, das ist ja aber ich glaube, die heißen anders. Schauen wir mal. Ja. Die Welt wird nicht besser durch Reden. Und sie reden gerade. Wer weniger Macht hat, kann trotzdem machen. Oh Gott. Ich bin raus. Ja, mach's aus. Oder einfach im Stillen. Oh es Gott, gibt gute Gründe, warum wir jetzt handeln müssen. Lass uns die Welt lieber mit einem Lächeln verändern. Mit weniger Masse und mehr Klasse. Weniger Motoren, mehr Kuscheln und weniger Kotelett. Weniger Einfalt und mehr Vielfalt. Weniger grüne Kompromisse und mehr Rückgrat. Weniger Autorität und mehr Demokratie. Und dafür brauchen wir dich. Ach, Gott sei Dank, hier steht's. Die ökologisch-demokratische Partei. So. Das gute Gewinn, oh Gott. Hast du ein bisschen Timer im Blick? Ja, ne? Ja, es ist jetzt, wir haben die Stunde geknackt, wir sind jetzt bei einer Stunde zwei. Also werfen wir das erstmal kurz aus. Den Spot fand ich sehr anstrengend. Ja, das war wirklich anstrengend. Das war wie ein grüner Werbespot, nur halt in... Noch grüner. Wissen nicht mal so in hip. Ja, noch grüner. Also weil noch, sie wollen noch ernster, ja, noch anstrengender. Sie wollen ja, ja. Keine faulen grünen Kompromisse, sondern sie wollen ja richtige... Ja, genau. Was war's? Ach ja, richtig, Mehrheitsentscheidung wollen sie. Ja. Huch. Und somit das Erste, was sie zeigen, ist halt eh natürlich im Kopf so, klar, die wollen auch in Berlin wieder ansprechen. Mhm. Ach, nee, das... Ich habe dazu gar nichts groß zu sagen, ganz ehrlich, weil das ist wirklich grüner Einheitsbrei hier gewesen, für mich. Ich frage mich mal bei diesen Parteien, die hier so demokratisch und so extra betonen, wenn dann die Masse zum Beispiel sagt, wir wollen aber mehr Koteletts haben, um jetzt mal hier auf dieses Video einzugehen, würden die dann sagen, alles klar, dann gibt es mehr Koteletts und weniger Kuscheln? Nee, eben nicht. Das ist nur ein scheiß Label, was sie sich gegeben haben. Ja, so. Ja. Sorry, ich habe dazu gar nichts mehr zu sagen. Also ich kann da nichts mehr zu beitragen. Du meinst, wir sollten das Original schauen, also die Grünen oder was? Ja, wenn dann überhaupt. Also das ist langweilig. Ja. Ganz kurz, wollen wir hier eigentlich einen Cut machen? Wir sind jetzt über eine Stunde oder sagst du, wir machen weiter? Also, ich würde vielleicht noch einen machen, oder? Ja, okay. Mal einen lustigeren oder einen besseren, genau, zum Abschluss. Genau, so. Noch einen besseren. Ich kann nichts versprechen. Mal gucken, was haben wir hier? Oh! Okay. Okay. Ich würde sagen, das ist dann ein guter Abschluss. Ja. Jetzt kommt der V, Mann.
An den Silvesterrandalen sind größtenteils deutsche Rechtsradikale schuld. Die Reichsbürger wurden durch eine spontane Aktion der Polizei in letzter Minute gestoppt. Es ist ja nicht so, dass sie gezwungen werden, die Rundfunkgebühr zu bezahlen. Sie kommen bei Zuwiderhandlung lediglich ins Gefängnis. Wir empfehlen weiterhin das Tragen der Maske. Impfnebenwirkungen gibt es so gut wie keine. Bitte lassen Sie sich weiter schön spritzen. Am russischen Angriffskrieg hat einzig und allein Russland schuld. Die Aktivisten der letzten Generation haben mal wieder durch eine sympathische Klebeaktion auf der Straße für Aufsehen gesorgt. Gas und Strom wird zwar teurer, aber schuld sind die anderen. Warum? Weil wir das sagen. Ui. Also ich sag mal so, jetzt ich mache mich mal unbeliebt besser, als ich gedacht habe. So von der ganzen Aufmachung. Gerade am Anfang ja, mit dem Fernseher, mit diesem eben, also, mit dem NPC-Programm sozusagen, was da das war mega in den Chip geschrieben auch, wird. Ich muss auch dazu sagen, ich ganz ehrlich, jeden einzelnen Punkt, den da dieser Propagandist gesagt hat, den nehme ich auch so wahr, als Propagandapunkt, der tatsächlich in unseren Medien abgelassen wird. Also war ja alles dabei. Corona, Russland, was war es noch? Achso, Rechtsradikale. Und, ach ja, die Reichsbürgerputsche. Die Reichsbürger die und diese Klimakleber, Silvester von Rechtsradikalen. Also das haben sie ja sowas von gut getroffen. Ja, ja. Ist auch eigentlich nicht schwer, muss man sagen. Ja, aber trotzdem, ja, das auch technisch gut gemacht. Am Ende, es hat eigentlich nur am Anfang noch das NPC-Gesicht gefehlt, was auf der Couch gerade ist. Ja. Was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, am Ende, die Politik muss sich radikal ändern. Da machen die noch so das radikale Fett und Rot. Extrem. Ja, genau. Ja. Also es hat halt schon diese V-Mann-Vibes. Also, ja. Vor allen Dingen, also so schön wie das Intro auch war oder gemacht war, was hat das mit Berlin zu tun? Also das ist doch jetzt nicht, also klar, vielleicht die Klimakleber, die sich da irgendwo festleben, das ist vielleicht ein Problem in Berlin, ja. Aber alles andere ist Deutschland. Das ist nichts Berlin-Spezifisches gewesen. Ja, das stimmt. Also, na okay, die Silvestergeschichte vielleicht. Das, da kann man schon sagen, da war der Hauptspot von den Krawallen, der war schon in Berlin, soweit ich weiß. Aber alles andere, ja, hätte auch NPD Deutschland zur Bundestagswahl hätte sein können. Aber ja, es stinkt nach ja. V-Mann. Ja, das stinkt wirklich und so nach V-Mann. Wir machen das rechte Lager ein bisschen madig. A und B tun dem rechten Lager, wenn überhaupt, dann noch Stimmen abwischen. Also, und du hast vielleicht auch recht, was du vorhin meintest mit dem Regenbogen. Das kriegt man nicht so leicht wieder umgebrandet und mal wieder Englisch zu benutzen. Nee, eben, das ist verbrannt. Die NPD ist halt auch mit dem V-Mann-Sachen durch. Ne? Die ist völlig durch, ja. Also, die wählt keiner mehr. Und ich meine, wir haben ja jetzt eine Alternative. Also, nee, NPD. Ich finde es ein bisschen lustig. Oder, nee, lustig. Also, lustig ist es, ne? Aber ich bin schon gespannt eigentlich, was unsere Zuschauer dazu sagen. Weil, ich meine, das Thema NPD, AfD, wie man sich dazu positioniert, ist ja ein extrem großes Thema bei uns auf der rechten Seite. Und frage ich mich, ob jetzt uns einige das so übel nehmen, dass wir hier den Spot hier ein bisschen lachen oder die Partei NPD. Ob einige sagen, wir sind Kacks deswegen oder keine Ahnung. Also, ich bin gespannt, sorry, auf die Reaktion. Vielleicht irgendwie um die 2000er war die mal relevant. Ja. Ja. Aber das war halt auch genau die Zeit, wo das dann alles so aufgeflogen ist. Ne? Ja, eben. Also weiß ich jetzt nicht, ob wir da jetzt wirklich irgendwelches Porzellangrad zerschießen mit den Äußerungen. Sehe ich nicht, sorry. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Würde ich jetzt eigentlich auch nicht sehen. Sorgen mache ich mir da sowieso nicht. Ich meine, ich sage meine Meinung hier und gut ist. Und tue mich da nicht verbiegen, nur für die Zuschauer. Aber gespannt bin ich trotzdem. Und dann alle Hater, kommt auf den Kanal, Gemüsepfanne. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, Musterstadt. Nein, aber ihr könnt ja gerne irgendwie ein Antworttitel machen, wenn ihr hier meint,
Ja. Wir sollen uns gefälligst unterstehen hier. Lagerspaltung und. Ja, genau. Aber nochmal, der Spot am Anfang war schon schön gemacht. Also mit diesem Fernsehen. Jetzt muss er wieder schleimen. Ja. Ja, wir mögen euch ja doch ein bisschen. Herrlich. Hm. Gut. Nee, aber ja, man muss auch loben, wo es passt. Das ist schon. Ne? Also, ja, Produktion war gut, aber wie gesagt, das war halt nichts auf Berlin. Bad Optics, ja, nichts auf Berlin. Genau. Oh, was ich gerade sehe, sag mal, ist das da eine Synagoge? Neben rechts vom Brandenburger Tor? Ich weiß es nicht. Oder? Könnte sein, ist doch oder? So ein David-Stern da oben, oder? Ja. Aber guck mal, achso, nee, alles gut. Ist es? Ich weiß es nicht, ich kann es dir echt nicht sagen. Spannend hier. Naja, wird irgend so ein Wahrzeichen von Berlin sein. Das ja, fast ja. Schon. Und das rechts daneben sieht aus wie ein Ventilator, aber es ist wahrscheinlich ein Funkturm oder irgendein Denkmal, was ich nicht kenne aus Berlin. Ja, könnte ja so ein Atom-Orbit-Modell sein. Keine Ahnung. An die Zuschauer, wenn ihr es wisst, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das ist Berlin. Ja. Ich sehe schon, so. Wenn du da noch länger dieses Bild hier offen hast, dann wird das unser YouTube-Thumbnail. Oh Gott. Ja, also mal. Naja, kommt ja meistens aus der Mitte. Ne? Also, ja, oder am Anfang. Ja. So. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Schnitt. Ja, würde ich auch sagen. Ihr seht ja schon hier oben, es sind noch ein, zwei Tabs offen, also puh, ob wir das alles in einer Folge schaffen noch? Vielleicht machen wir noch zwei, aber ist doch schön, dann habt ihr noch mehr Inhalt. Genau, vielleicht lieber zwei, da können wir auch ein bisschen mehr Offroad gehen. Ja. Genau. Ja, Mensch, Tom, war sehr lustig tatsächlich. Also, ich habe gedacht, es wird vielleicht ein bisschen tröger, so Wahlwerbespots, aber. Hatte ich auch gedacht. Also, aber es war spannend. Also, weil man kommt auch in viele Themen, hat Gelegenheit, sich über viel auszutauschen. Und ist ja auch spannend letztlich, finde ich, A zu schauen, natürlich, wie positionieren sich, wie zeigen sich große Parteien, aber auch gerade die kleinen, die niemand kennt, wie versuchen die jetzt an die Leute ranzukommen, sich vorzustellen mit ihren Themen. Das finde ich spannend. Ja, und es sind ja auch dank Berlin ein paar schöne Kuriositäten auf der Parteienebene dabei. Unbedingt, also. Unbedingt. Ja. Wir haben gelacht, wir haben geweint. Es war eine schöne Folge. In dem Sinne, abends begibt man sich zum Gebet, so jetzt. Schweres Wort. Deswegen, ihr hört das YouTube-Gebet in euren Köpfen. Amen. Amen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und haut rein. Tschüss.